Soll ich dazu erst sagen, ein maßlos enttäuschendes 0 zu 0 gegen eine Mannschaft, die von vornherein vor allem auf Zerstören aus war, die ja für ihre Verhältnisse recht geschickt in den Zweikämpfen war, aber trotzdem, das war einfach zu wenig, was sie gebracht haben. Das war einfach wirklich viel zu wenig. Dazu auch noch natürlich das Gelb-Rot gegen Niklas Moisander für nichts und wieder nichts. Da war absolut nichts, das war wirklich nichts. Und ja, was soll man bei einer Pfeife wie Felix Feier dazu sagen? Also der mag Werder überhaupt nicht. Und aber also diese gelb-rote Karte, da war rein gar nichts. Was soll's, wir müssen damit leben. Ich sage dazu ein 0 zu 0. Ist immer noch besser als eine 0 zu 1 Niederlage. Das wäre für uns absolut ungünstig. Jetzt haben wir immer noch alle Chancen. Da müssen wir jetzt am Montag Heidenai eben bei denen weghauen und dadurch die Bundesliga-Zugehörigkeit sichern. Also, wir sind am Montagabend dann. Ciao.